Irgendwelche Brüche in Prozent zu verwandeln, ist eigentlich auch easy. Ich habe mal das erste Beispiel hier gezeigt. 7 Hundertstel, das heißt schon, Hundertstel heißt nämlich pro Cent. 7 von 100, 7%. Also da ist es einfach. Da kann man sagen, okay, wenn 7 Hundertstel 7 pro Cent sind, das ist bloß ein anderer Ausdruck, dann kann ich 7 Hundertstel sofort in 7% verwandeln. Das Prozentzeichen kommt von früher, da kümmern wir uns später mal drum. Anderes Beispiel, 2 Hundertstel. Ich könnte kürzen, hätte ich ein Fünfzigstel, aber ich wäre ja dumm. Wenn das nämlich schon Hundertstel heißt, was mache ich dann? Dann sage ich, das sind also 2%. Kein Problem. Nächstes Ding. 99 Hundertstel. Naja, jeder hat es erraten, 99%. Auch nicht schlimm. Ein Fünfzigstel. Oh, jetzt wird es ein bisschen dümmer. Aber nur in Anführungsstrichen. Was muss ich machen, damit ich hier unten 100 stehen habe? Ich muss mal 2 nehmen. Achtung, wenn ich einen Bruch nur unten irgendwie multipliziere, dann stimmt das nicht. Ich muss den ja erweitern, ne? Sonst hätte ich ja den Wert des Bruches geändert. Das bedeutet also, ich habe hier 2 Hundertstel und jetzt sieht schon wieder jeder, das sind 2%. Jo. 9/20. Moment, hier hatte ich erweitert. Dann kann ich doch hier erweitern mit 5. Erweitern heißt oben und unten mal nehmen mit der gleichen Zahl. Also hier habe ich Hundertstel. Das hat geklappt und oben steht 45. Einmal eins sollte man können. Dementsprechend ergibt das 45%. 3 Viertel. Womit muss ich denn hier erweitern? Na, mit 25, damit ich auf 100 komme. Merkt ihr was, wie wichtig das einmal eins ist? Naja, gut. So. Hier unten habe ich Hundertstel stehen, also pro Cent heißt das eigentlich schon und hier oben muss eine 75 hin. Macht natürlich 75% und so weiter und so fort. Ach, furchtbar. Jetzt komme ich auf was Dummes. Das sind, muss ich mit 4 erweitern, dann komme ich wenigstens auf eine Zahl, die auch lauter Nullen drin hat, nämlich Tausendstel. Hier oben entsprechend erweitert heißt es 4000stel. Ih, was wird denn das? Na, ist auch nicht schlimm. Ich sage ganz einfach, warte mal, wenn ich auf Hundertstel rechnen will, muss ich durch 10 teilen. Das ist eine Art anderes Erweitern. Oh, na gut, hier unten ist es nicht schlimm, hier ergibt sich, ne, 1000 durch 10 ist 100 und 4 durch 10 ist 0,4. Also ist das Ergebnis 0,4%. Wie das richtig funktioniert, werde ich dann gleich hier einen Link anfügen. Da kommen wir auch zur Übung zur Prozentrechnung. Ist ja aus meinen Unterrichtsmitschnitten und die sind so lang. Deswegen habe ich auch das Video angefertigt, damit ihr direkt zum richtigen Video kommt. Na denn, ich wünsche viel Freude beim Verstehen. Müsste eigentlich klappen.